Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben Samstag und es ist aktuell kurz vor 10. Ich bin schon seit, ich glaube, 7 Uhr oder so wach und bin die ganze Zeit herumwuseln und sauber machen. Die zwei Kleinen sind noch, also die Michelle, Lara und die Luisa. Der Kleine schläft noch, also ich bin noch, er ist schon wach geworden, so um 7. Ich habe ihn aber nochmal gestillt und deswegen schläft er jetzt einfach brav weiter. Ja, und ich habe mich jetzt dem Kühlschrank gewidmet und zwar habe ich den mal ausgeräumt, also die ganzen Sachen, die wir aktuell drin haben, weil ich ihn unbedingt reinigen wollte. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch diese Fächer gereinigt, die sind jetzt noch unten, in der Wanne. Ich habe sie in der Wanne gereinigt und ich habe beim Action solche Organizer gekauft, die habe ich jetzt eigentlich für so, ja so, wie heißt denn das, so Marmeladengläser, dies, das, was man halt auch zum Frühstücken braucht. Ich mache eine für Gläser und eine für Frühstückssachen, wie zum Beispiel Philadelphia, Brunch-Aufstrich und Butter und sowas, aber das zeige ich euch gleich. Ja, und sonst habe ich ein bisschen die Küche aufgeräumt, sauber gemacht da vorne. Und ja, gestern habe ich noch diesen Farn umgetopft. Ah, Baby ist jetzt wach. Perfekt. Kurz bevor ich die Sache. Ja, ja, passt schon. Also. Ich nehme jetzt noch schnell mein Kaffee mit und mein Mama, Handy. Ja. Mein Bruder ist wach. Dein Bruder ist wach. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt zuerst um den Kleinen. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, bin ich schon ein bisschen fertig gemacht. Ich habe mich ja jetzt um den Kleinen gekümmert, habe ihn gestillt, gewickelt und so weiter. Die zwei Großen sind mittlerweile auch schon wach und die Michelle ist jetzt gerade beim Kleinen. Und der Patrick war jetzt Gassi mit den Hunden und ich werde jetzt schnell das ganze Kühlschrankzeug gleich einräumen. Ich habe jetzt auch die Fächer schon geholt, weil die habe ich ja gewaschen. Und die werde ich jetzt gleich hier einfüllen. Und danach muss ich eine Einkaufsliste schreiben und danach gehen wir einkaufen. Ja, und der Papa kommt heute. Also ich glaube, sowas um 17, 18 Uhr herum wird er da sein. Bin auf jeden Fall gespannt, was er alles zu erzählen hat und was er gefilmt hat. Und ja, werdet ihr dann eh sehen sowieso. Und ja, aber vorher kümmere ich mich mal hier um den Inhalt des Kühlschranks, dass der jetzt wieder reinkommt. Und ich lasse euch hier... Ist gut so? Seht ihr alles? Gut, passt. Also, ich habe ja diese Dinge da gekauft und ich denke, dass ich da so, ich mache in einem die Marmeladen drin rein, die wir halt regelmäßig essen. Ich habe so voll coole Aufschnittboxen bestellt bei Amazon. Und seitdem wird deine Wurst nicht mehr trocken. Richtig, richtig cool. Das ist ein Viererpack. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr auch auf der Suche nach sowas seid. Das ist mega, mega cool. Ja, wir kommen auf jeden Fall mal so rein. Und so schaut es jetzt im Kühlschrank aus. Ich habe jetzt hier so Butter und so einen Aufstrich, Liptau-Aufstrich, dann haben wir so Frischkäse. Dann haben wir hier die Aufschnittboxen, ein bisschen Frankfurter noch. Gulasch von gestern ist übergeblieben. Dann habe ich hier so die ganzen Gläser. Mal schauen, ob das so ob mir das so gefällt. Ich glaube, ich brauche noch so zwei von diesen Dingern. Oder eine zumindest, weil da kann ich so Pudding und so ein Zeug auch alles reingeben. Ja, und so schaut das aktuell aus. Und ja, wie ihr seht, wir müssen definitiv einkaufen gehen. So, wir drei, also ich mit meinen zwei Jungs, gehe jetzt einkaufen. Schnell. Und danach habe ich den Kindern versprochen, dass wir zum McDonald's gehen. Und kurz zum Spielzeuggeschäft. Bitte werden die Kinder belohnt. Ja, auf jeden Fall mal zuerst ganz wichtig Lebensmittel einkaufen. Und ein bisschen... Altpapier und sowas mit dem Aufweg bringen. Machen wir jetzt aber gleich. So, fertig mit Einkaufen. Wir haben so einen fetten Wagen. Wir haben
über 200 Euro ausgegeben, aber dafür haben wir richtig, richtig gut eingekauft. Ja, wir haben auch zum Beispiel Getränke, ein bisschen Cola, was Süßes, aber auch Wasser haben wir gekauft. Und ja, können wir alles reinräumen. Du siehst ja raus, cool. Ja. Wir sind jetzt wieder zurück. Wir räumen mal die Tüten aus. Wir haben echt viel eingekauft. Aber es war notwendig. Und der Papa, der ist schon in Österreich. Also wir haben gerade mit ihm so telefoniert und er ist schon an der österreichischen Grenze vorbei. Und ja, gut, ich bin jetzt gespannt, wann er zu Hause ist, weil er hat geschrieben. Reden. Ich weiß nicht genau. Ja. Nicht Schoki essen. Tic-Tac, für euch habe ich gekauft. Warte, noch nicht. Wir gehen dann gleich McDonald's, okay? Das sind auch viele. Coca-Cola, ja. So viel schöner. Lisa. Ja, für dich und für die Lara. Cola. Und Michelle und der Weser und der Michelle. Das ist für dich und Lara, weil ihr mögt gern Tic-Tac. Nee, mag ich. Magst du nicht Cola Tic Tac? Nein, okay. Die Kinder helfen jetzt mit, also die Michelle räumt einmal brav weg. Danach können wir auch nämlich schnell zum McDonald's gehen. Ich habe so einen Hunger. Und das habe ich den Kindern versprochen. Aber jetzt muss ich den Kleinen anlegen. Schaut mal, wer zu Hause auf uns wartet. Oh, große Liebe. Hast du geduscht? Ja. Das habe ich euch gar nicht mehr gesagt, wir sind ja dann losgefahren und Papi, au, Sophie! Oh, mein Mann! So lange war ich die nicht weg. Oh mein Gott, nur zwei Tage. Für dich wahrscheinlich, weil du in einer anderen Welt warst. Unendlich. Auf jeden Fall, wir waren ja kurz zu Hause beim Einkaufen. Papa? Und danach waren wir bei McDonald's. Wir wollten eigentlich zu Smith Toys, aber kein Bock mehr, sind wir aber beim Action. Aber auf meinem Klo eine Tür gibt. Aber. Au, Sophie. Aber. Und bist du? Ich weiß nicht, wie die Lara sich das vorstellt. Wir sind nur wenig. Ja, die Lara. Hey. Ich bin jetzt auch durch. Baby. Oh, no, schön, das Baby, dann du. Ja. Hast du uns vermisst, Papa? Ja. Hey, wir sind normalerweise so viele. Und jetzt warst du alleine. Ja, ich habe so viele Hunde dort gesehen. So, wie wenn du das siehst. Bist du mich immer hast? Hast du mit alle geschmust? Ja. Aber meine Bruder ist gerade geschlafen. Bruder, Baby. Oder gehen wir mal raus, oder? Nein! Ja, Papa. Habt ihr den Papa geknutscht, ihr großen Tigerbabys? Nein! Michelle, du hast es runtergefallen. Ich will essen! Ihr müsst aufpassen, nicht am Boden liegen lassen, eure Fee. Michelle, wir waren beim Action, da haben wir Polly Pocket gekauft und eine Fee. Zeig auch deine Fee, Luisa. Ist ja groß geworden, oder? Ja. Oh. Er hat jetzt auf deiner Seite geschlafen, zwei Tage lang. Damit alle vier? Nein, nur alle vier? Cool, alle vier. Wir auslaufen. War wohl. Auf andere Haus. So, wir müssen mal weiter rein. Dann können wir uns hinsetzen. Ah, Sophie, was willst du von mir? Der Papa hat uns rumänische Süßigkeiten mitgebracht. Und der Papa ist müde. Ist auch so fertig aus. Die Kinder spielen hier mit den Sachen. Und ich werde jetzt gleich ein Eclair verputzen. Hier liegt die Mausi Bausi. Mausi Lausi. Mausi Lausi lacht schon ganz aktiv. Ja. Und Michelle, hast du mein Handy gefunden? Nein. In der Küche. Sophie kriegt ein bisschen rumänisches Slagsahne. Slagsahne? Lisa, magst du deine Weste nicht ausziehen? Schatz, ist dir nicht warm?
Ist dir kalt? Ja, komm, ich zieh's aus. Nein! Nein! Ja, meine Lieben, wir haben uns gar nicht mehr gemeldet. Wir haben ganz viel mit Papa gequatscht. Der ist jetzt gerade hier mit seinem Gruppenchat, mit seinen Boys. Der ist saumüde. Ja, der Papa ist saumüde. Der ist gestern um 1 Uhr in der Nacht, oder? Um 1 Uhr. Und dann um 14 Uhr zu Hause gelandet. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel gequatscht, er hat erzählt, wie es war, wie es der Tante geht, dies, das, wie es mit Corona ist. Und ja, es ist immer spannend auch zu erfahren, wie es in anderen Ländern ist. Ich glaube, hast du gefilmt? Ja. Dann habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen vor diesem Video. Ja, und wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Der Papa ist, glaube ich, so müde, der will jetzt gleich ins Bett fahren. Er ist nicht müde, sondern körperlich müde, oder? Ja, aber jetzt bin ich auch so zum Schlafen müde, glaube ich. Meine Augen werden immer dicker und immer schwerer. Ich habe gedacht, wir machen noch ein bisschen Wäsche falten. Oder? Ich habe Falten im Gesicht. Nein, die Michelle. Die Michelle hat nämlich gerade den kleinen, schaut mal. Das ist eine große Schwester. Ja, na gut, meine Lieben. Wir wollen uns eigentlich nochmal vom Vlog verabschieden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Papi ist weg. Tschüss. Bye, bye.